Und da sind wir auch schon wieder. Bei dieser abscheulichen lebenden Kreatur, halb Mensch, halb Pilzbaum. Und ich habe schon eine Vermutung, wie wir das Ganze hier lösen können. Sie möchte, dass wir sie befreien, also, dass wir sie erlösen in Form des Todes. Und ich denke, wir können ihr wahrscheinlich die Fackel geben, wenn sie denn, ich sag mal, intelligent noch genug ist, um ein bisschen zu warten, bis wir weg sind. Aber zuvor gucken wir mal kurz hier rein. Eleanor F. Way. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Toleranz und Geduld sind Tugende. Heute Nachmittag habe ich mit Dr. Gray zu Mittag gegessen. Sie sind Kinder. Wo ist sie? Die Biester greifen mit aller Macht an. Ich kann Chelsea nur Zentimeter von mir entfernt sehen. Leblos. Wir schauen mal hier rein. 26. November. Wo ist sie? Die Biester greifen mit aller Macht an. Die Schreie sind über Funk zu hören. Sie sterben. Sie sterben alle. Ich kann sie durch die Lüftungsschächte wieseln hören und das Blut sehen, das sie vergießen und an die Wände spritzen. Chelsea. Chelsea, oh Gott, bitte bring sie zu mir. Ich bin gefangen in der Hydrokultur. Bitte, lass mich mein kleines Mädchen finden. Sprachnotiz. Schade, dass wir die jetzt nicht anhören können. Leider müsst ihr mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Ich kann Chelsea nur Zentimeter von mir entfernt sehen. Leblos. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir selbst das Leben zu nehmen, nachdem sie direkt vor meinen Augen gestorben ist, als diese Kreatur angriff. Versiegelte die Crew einige Teile des Schiffs und ich saß in der Hydrokultur in der Falle. Dieser Pilz hat mich erreicht und ist jetzt in mir. Er entweiht meinen Körper, seine Nerven um meine Großhirnrinde gewunden. Ich kann seine Bewegung spüren. Ich versuche, meine Arme zu bewegen, aber er lässt mich nicht. Er zwingt mich zuzusehen, wie der Pilz mein kleines Mädchen auffrisst. Ich muss zusehen und darum beten, dass das Ende bald kommt. Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben der Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Ja, okay. Dann ist hier aber nirgends Chelsea zu sehen. Sie müsste ja eigentlich irgendwo hier liegen, aber okay. Wir probieren unsere Theorie aus. I'm gonna help you end this. But you need to help me first. I don't need you to leave. I need you to crack this flare. The oxygen will ignite. Then you will die. Extreme external temperatures detected. Plug suit has regulated body temperature to benchmark level. The fire systems just went haywire over here, John. What did you do? I cleared the vines. With a flamethrower? Something like that. Fire in Oxygen Gardens 1, 3, 5, 6, 9. Fire in Oxygen Gardens 2, 7, 8. Fire suppression system activated. Warning. Fire suppression system compromised. Warning. Shit! Oxygen production has been compromised. Are the vines still intact? Just the one on this level. It's caused a chain reaction, John. They're all going up. We have a time limit now. Hours at most.
Oops. Get my daughter right now. Hoppla. Gardening freigeschaltet. Sehr schön. Oh, das Feuer ist aus. Okay. Ich denke, der Insektenvieh ist auch tot. Können wir den Fahrstuhl? Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Auch wenn es aussieht, als würden wir runterfahren. Oh, shit! What have you done? Listen to me. Fire cleanses. Mr. Barajek, I'm gonna make sure you burn for what you and your friends have done to me. To my own! No, please. I have nothing to do with this. You won't get much further. Gut, wütend ist er. Where is Rebecca? She's in a containment area at the other end of Seed. Okay. Neue Gegend. Was haben wir hier? Oh, ein Werkzeugkasten, das ist immer gut. Oh, hoppla. Looks like this place is being expanded. Seed was always expanding. That place scares me. Thanks. Sorry. Okay, was haben wir da gerade aufgesammelt? Hochtemperaturflinte. Oh, können wir die mit der Pistole kombinieren? Okay, maybe. Hätte ja sein können. Ein Ladegerät. Das drahtlose Ladegerät dient als tragbare Stromquelle für Ingenieure und Mechaniker. Ist leider kaputt, wie es aussieht. Echt verrückt, was hier. Also, die Geräuschkulisse in diesem Spiel ist echt der Hammer. Wieder irgendwelche Kabel, die hier runterhängen. Ansonsten sehe ich jetzt hier. Oh. Geschlossenes Energiezellengehäuse. Die sind offen. Können wir da was tun? Außer zu sterben. Okay. Ein Obenzeichen. Ein Schloss. Können wir da mit dem hier irgendwas tun? Maybe. Nein. Ich zweifle, dass wir mit der Pistole was machen können. Und wir können auch hier nichts machen. Also, das schließt sich von alleine, glaube ich. Ja. Und mit unserem Data-Ding. I can't see it working like that. Was war das jetzt? Okay. Irgendwelche Geräusche noch. Alles klar. Merken wir uns. Wir gehen mal hier weiter. Warning. Yellow thing hepatotoxicity is at an elevated level. Oh. Hoppla. Och Mann. Da habe ich zu spät geguckt. Ach Gott. Where is Rebecca? She's in a containment area at the other end of Seed. Oh, ist das gerade laut. Thanks. Okay. Folgendes. Boah. Wir speichern natürlich an der Stelle eben. Ach, wir überschreiben das einfach hier. Zack. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir da schneller handeln. Und wir uns hier verstecken. So, hat geklappt. What do you see? What kind of a monster would do this? These women, these poor women. This is torture. This is science. Alter, sehe ich das richtig? Wir haben hier drei schwangere Frauen. Wir haben hier hinten Föten. Oder wie auch immer man das sagen nennen mal. Alter. Wer denkt sich sowas aus? Das Ding im Brutkasten ist ein Abart der Natur. Die arme Kreatur sollte nicht existieren. Das bisschen Leben, das es zeigt, ist widerwillig und schmerzhaft. Auch hier haben wir wieder eine Stromzelle. Okay, hier ist das Obenzeichen ein bisschen gedreht.
Ist die Frage, was hat das zu bedeuten und warum geht das nicht weg? Danke. Flüssigkeit, der Geruch von Mandeln zieht ihm von Self Strom herüber. Im Stuhl sitzt eine Frau mit 30. Kahlgeschorener Kopf, verkrümmte Glieder, hochschwanger. Sie ist mit einer Maschine verbunden, die sie füttert und betäubt. Sie versucht etwas zu sagen, aber ihre Worte sind nicht mehr als gelallte Vokale. Ihr Hals ist trocken und sie ist offensichtlich sehr schwach. Du erinnerst dich daran, Skulpturen aus den Renaissance mit nach hinten gerollten Augen und wie im Rausche gekrümmten Körper beim Abendmahl zu sehen. Der Gesichtsausdruck dieser ohnmächtigen Frau erinnert ein wenig daran. Hier haben wir noch einen Dunst. Ein Abfluss. Ein merkwürdiger, schwarzer, klebriges Zeug läuft vom Geburtstisch auf den Fußboden und in den Abfluss hinein. Was haben wir hier noch? Nährstoffschläuche, alles klar. Oh, ich will da gar nicht draufdrücken, ey. Ohne Scheiß. These women must have families and lives. You can't do anything for them now. Soon this ship will run out of oxygen. They won't be in pain for much longer. And a second in this place is more torture than anyone should bear. Können wir mit allen drei agieren? I need help. I'm gonna help you. Just close your eyes. Wir haben Verband bekommen? Okay. Wir könnten natürlich... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Maybe. No. Okay, das mag er nicht. Hätte er sein können. Just breathe in and out. Soon you'll wake up from this. Okay, er versucht sie zu beruhigen. Immerhin. Das Einzige, was wir gerade irgendwie tun können anscheinend. Hier haben wir noch ein Computerterminal. Okay, Aufzeichnungen von Projekt Seed, überarbeitete Version 6. Ja, okay. Update von Dr. Gail Mellon, Kane Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Nur für den Vorstand von Kane bestimmt. Seed ist ein Versuch, den ultimativen Supersoldaten zu schaffen, indem, einfach gesagt, ungenutzte und bisher unbrauchbare DNA-Stränge aktiviert werden. Im Laufe der Jahre hat das menschliche Genom bestimmte Stränge seiner eigenen DNA-Sequenz aus verschiedenen evolutionären Gründen abgelegt oder deaktiviert. Professor Salem Gerund beobachtete, dass gewisse ruhende Teile dieser Gene wenig Abfall, sondern vielmehr Potenzial bargen. Also genetische Informationen, komplett von einer dominanten Gen gebunden und subliminiert. Professor Gerund entwickelte eine frühe Lebensform basierend auf der ursprünglichen Theorie, indem er diese identifizierte genetischen Stränge in das frühe Stadium von Embryonen einbrachte. Das eigentliche Konzept war verlockend, doch das letztendliche Ergebnis war eine Gruppe unkontrollierbarer animalischer Kreaturen. Wahrscheinlich die Kreaturen, die wir vorhin gesehen haben, als wir operiert haben. Version 6 dieses Antrags zielt darauf ab, eben diese ruhenden Gene mittels DNA-Verbindungen in die menschliche Struktur zu integrieren und damit in der Generation wünschenswerte physische und psychische Charakteristika einzubringen, um äußerst lernfähige, nahezu nicht zu tötende, skrupellose Soldaten zu schaffen. Dr. G. Marlin. Hier haben wir noch verschiedene Beobachtungsberichte. Und ein Hybrid-Subjekt Nummer 302. Seit der Geburt wird Hybrid-Subjekt 302 in einem Brutkasten betreut. Aufgrund seiner Atemnot ist künstliche Beatmung notwendig. Es kam zu einem Herzstillstand und die Verwendung automatisierter externer Defibrillatoren war notwendig, um das Kind wiederzubeleben. Ich folgere, dass diese Beschwerden und die Kränklichkeit auf die späte molekulare Verbindung zwischen Hybrid- und Wirts-DNA in der Mutter zurückzuführen sind. Zudem ist ein schwächliches Nervensystem in diesem Fall äußerst wahrscheinlich. Doch die regenerativen Fähigkeiten können mit Steroiden stimuliert werden. Schlussfolgerung: Das Kind ist schwach, aber es wird überleben. Die Mutter ist für die weitere Zucht geeignet.
Das ist wirklich ziemlich pervers und krank, muss ich sagen. Obwohl es nur eine Wand mit Messgeräten ist, stecken sie bedrohlich heraus und stehen aus wie Nachwuchs einer Wabenkröte. Die Hybridfötus. Oh Gott, jeder. Sie don't look human. Hybrids? I can't tell. Ja, das sind wahrscheinlich die Kreaturen, die uns hier. Ich gehe davon aus, dass es die Kreaturen sind. Okay, aber ansonsten können wir hier erstmal nichts tun. Wir haben hier wieder diese Stromzellen. Können wir das denn hier vielleicht verwenden? I don't think that'll work. Das geht auch hier nicht. Ich habe nur gesehen, dass hier das Omega-Zeichen anders ist. Oh, ein tragbarer Defibrillator. Huch. Ein Defibrillator. And it looks like it's fully charged. Man könnte natürlich jetzt hier einen Herzstillstand verursachen. Geht das? I can't see it working like that. Nein. Können wir einfach die Energiezelle überladen? No. Auch no, nicht. Work. Können wir uns verbinden? Maybe if it... Nein. No. No, that won't work. Okay. Da immer die Gefahr besteht, beim Levelwechsel hier erschossen zu werden. Speichern wir doch mal. Ah, sehr schön. Der fährt immer runter, wenn wir in diesem Area kommen. Praktisch. Okay, wo sind wir jetzt denn hier gelandet? Alter, was ist das denn hier? Pulsierende Masse aus Haut und Knochen. Ein abstoßendes Konglomerat aus Haut und Knochen. Gliedermaßen ragen bedrohlich aus der Masse heraus. Obendrauf sitzt ein menschlicher Kopf, der ohne eine erkennbare Verbindung zum Pulsieren der übrigen Körperteile vor sich hin gurgelt. Und ein PDA. Eine Maschine. Dr. Clifford Beckham. Sie meinten, ich schaffe es nie bis 60. Ha, 85, ihr Pisser. Ich habe vielleicht ein Gebiss, Dr. Malen, aber ich bin kein Idiot. Das reicht doch vorne und hinten weg nicht. Ich mag ja alt sein, aber ich werde je ein Stück zerreißen, der versucht, mich aufzuhalten. Okay. Ich weiß, es trägt zur Geschichte bei, aber... Hier hast du nochmal ein PDA. Ich suche jetzt erstmal nach Informationen. Jetzt sind nur noch vier übrig. Oh Gott, ist es nicht mehr Beckman da? Hier. Ausgeweitete Leiche. Bei diesem ausgeweiteten Körper ist nicht mehr erkennbar, ob die Beine abgenommen wurden oder ob es überhaupt jemals welche hatte. Gibt es in medizinischen Fakultäten überhaupt Körper, deren Organe so grässlich zur Schau gestellt werden? Einer der fehlgeschlagenen Experimente, ein Klumpen Organe, die von faltiger Haut zusammengehalten werden. Teilweise bohren sich auch Knochen durch die Haut. Welche agieren? Oh. Oh, Stench. How long have they been here? Can you hear me? Do you know what? Where you are? Da geht nichts. Hm, maybe. No. Okay. How can we allow this? This is the purpose of the Group Link. It's not on Earth. People can't see it, so they don't care. What if they knew? So what? Siamesische Zwillinghybrid. Zwei am Kopf verbundene Körper, die sich. Ein Gehirn teilen. Das Gehirn scheint mit der Aufgabe, die Bewegung von zwei Körpern zu koordinieren, überfordert zu sein. If they were more open, this wouldn't happen. Open to who? The people? Governments? Other corporations? At what cost? A bit of our humanity, I suppose. Oh, ein Terminal, okay. Überwucherter Hybridkreatur. Diese schrecklich aufgedunstete Kreatur scheint ein Hybridwesen zu sein. Woraus genau es ist nicht klar, aber dass es nicht komplett menschlich ist, ist unübersehbar. Weiter geht's hier nicht. Wir haben jetzt hier noch. Alter, wir haben hier noch Skelette. Oh! Und ein Kanister mit flüssigem Stickstoff für irgendwas. Nehmen wir mal mit. Wow, unser Inventar ist voll. Und ich sehe gerade, auch hier haben wir wieder Stromzellen. W
wieder gedreht. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir das jetzt hätten notieren... hallo, bist du verrückt? Ob wir das hätten notieren müssen? Was haben wir hier im Computerterminal? Ach, können wir gar nicht benutzen. Toll. Ja gut, dann gehen wir hier mal weiter. Die Maschine fährt immer runter, das heißt, wir könnten der Maschine nicht folgen. Hat die sich einfach gedreht? Scheiße. Ach, jetzt kriegen wir was. Shredded. Okay. Okay. Was? Oh, leck mich doch. Zum Glück haben wir gespeichert. Okay. Warum auch immer wir hier keinen Checkpoint hatten. Ist tödlich hier auf Speichern jetzt zu klicken. So, wir laden wieder. Dann... Okay, das heißt, wenn wir dem Ding zu nahe kommen, dreht sich das Ding auf. Schlecht. Ja. Ich erspare euch mal das ganze Gerede, was jetzt hier nochmal kommt. Wir machen einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.